Ladies and Gentlemen, Green Bay! Herzlich willkommen bei Slevin Streamt Sport. Wir spielen Madden 23 und sind auf dem Weg in den Super Bowl. Okay, zugegebenermaßen, der Weg ist noch weit. Wir müssen jetzt erstmal die Tampa Bay Buccaneers aus dem Weg räumen. Wir schauen uns das Playoff Bracket an. Wir haben ja gegen die Dallas Cowboys gewonnen mit 26-13 in der letzten Ausgabe. Falls ihr die verpasst habt, schaut gern mal rein. Das Ergebnis sieht deutlicher aus, als das Game am Ende war, muss man ehrlicherweise sagen. Knapp war es auf jeden Fall bei den Buccaneers gegen die Carolina Panthers. Die haben sich aber durchgesetzt und jetzt müssen wir gegen sie ran. Die waren die 6 in der Regular Season. Oben haben wir tatsächlich die Saints weiterkommen sehen. 38-28 gegen die Rams. Also die haben sich gegen den an 2 Seed durchgesetzt. Auch nicht schlecht. Und auf der linken Seite sehen wir in der AFC, dass wir Kansas City gegen die Raiders haben und die Ravens gegen die Jets. Also hier hat sich die Nummer 2 auch nicht durchgesetzt. Also die 2 Gesetzten sind sowohl in der AFC als auch in der NFC schon rausgeschieden. Das finde ich ist schon mal echt eine ziemlich coole Nachricht für uns. Ja, jetzt geht's gegen die Buccaneers. Da Brady ja längst zurückgetreten ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wer da der Quarterback ist. Ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Beziehungsweise, wir schauen uns das Ganze in der Statistik an. Denn ich möchte gerne auch rausfinden, wo die Buccaneers ihre Stärken haben. Lass uns erstmal auf die Teamstats gehen. Und dann schauen wir mal, wer dort eigentlich der Quarterback mittlerweile ist. Also offensiv Yards, sind die Bengals auf der 1, die Chiefs auf der 2, dann haben wir die 3, die 4, die 5, die 6. Auf Platz 6 sind die Buccaneers. Wir sind auf Platz 9. Ja, ungefähr gleich viel. Also schaut euch mal die unterschiedlichen Yards an. 6530, wir haben 6513. Das ist fast gleich. Passing Yards 4793, da haben wir 4756. Rushing Yards 1737, da haben wir ein bisschen mehr. Das ist wirklich minimal der Unterschied. Aber ich glaube, man kann sagen, dass die Buccaneers nicht so wahnsinnig viel laufen. Muss man sagen. Aber wir sind uns statistisch gesehen schon ziemlich ähnlich. Ansonsten, ja, muss man schon sagen. Also die sind schon definitiv, was das Rushing-Spiel angeht, schwächer als wir, so wie es angeht, aussieht. Aber insgesamt die Statistiken sind relativ ähnlich. So, jetzt schauen wir mal, wer bei den Buccaneers eigentlich der Quarterback ist. Ich weiß es nicht auswendig. Es ist, oh, Ridder ist der Ersatz natürlich. Levi Sheehan. Das ist auf jeden Fall ein generierter Spieler, den kenne ich nämlich nicht. Schauen wir uns den mal an, der dürfte relativ jung sein. 21 Jahre jung. Overall 80, der ist in seinem Rookie-Contract hier, kann das sein? Ja, muss er ja, der ist 21. Krass, wann haben die denn den gedraftet? Ja, auf jeden Fall nicht wahnsinnig früh. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo rausfinden kann. Wo der gedraftet wurde, ob das irgendwo steht, kann mich an den nicht erinnern, muss ich sagen. Also krass. Interessant, sehr, sehr interessant. Aber wir müssen uns da nicht vor verstecken und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt rein in die Partie. Wie gesagt, wir spielen nur die Offense, nicht die Defense. Ja, herzlich willkommen in Lambeau Field. Hoffen wir mal, dass es hier jetzt ebenso gut ausgeht wie gegen die Dallas Cowboys im Wildcard Game. Also der erste Angriff der Buccaneers, der erste Drive ist schon mal schief gegangen. Die haben nämlich die 2 Minuten und die 7 Sekunden, die sie gebraucht haben, nicht in Punkte ummützen können. Das ist doch ein guter Beginn für uns. Schauen wir mal, ob es in der Offense auch gut beginnt. 2 Yards, 1 Yard. Am Ende ist es nur, ja, okay. Wichtig ist, zuerst rauszufinden, wie die Line der Buccaneers funktioniert. Das ist immer das Erste, was ich mache. Also ich schaue, kann ich laufen, kann ich passen, wo haben sie eventuell ihre Schwächen? Und ich finde,
Beim Lauf gerade haben wir gemerkt, dass die scheinbar ziemlich schwer zu knacken sind. Aber wir werden da natürlich noch ein paar Versuche brauchen, um das genau rauszufinden. Jetzt machen wir erstmal mit dem Passspiel weiter. Denn das hat gerade sehr gut funktioniert. Das wollen wir jetzt weiter versuchen. Jefferson hat hier richtig viel Platz. Hat ihn! Oh, das könnte der Touchdown sein! Oh, was für ein Start! Was für ein Start ist das denn? Zwei Plays in diesem ersten Drive und wir führen hoffentlich mit 7-0. Jawohl, jetzt kommen die Buccaneers und die punkten wieder nicht. 50 Sekunden noch hier im ersten Quarter. Oh mein Gott, was ist das für ein Start? So, wir laufen weiter. Es ist die 47-Yard-Line, Leute. Das kann jetzt ganz früh in eine ganz gute Richtung gehen für uns. So nicht, so verlieren wir ein Yard. Also der Lauf funktioniert nicht gut. Das ist genau das, was ich meine. Das muss man zuerst rausfinden, was da gut funktionieren könnte und was nicht. Das funktioniert hingegen gut, dieses Passspiel auf Bowman, unseren Tight End. Aber das Laufspiel, das funktioniert nicht. Probieren wir nochmal. Aber das ist genau das, was ich meine. Man muss immer zu Beginn rausfinden, ob der Gegner gegen den Lauf oder gegen den Pass besser verteidigt. Und man kann das zwar anhand der Statistiken in der Liga auch sehen, aber oft sind Spieler verletzt oder irgendwie die Strategie ist anders gegen dich als in der ganzen Saison, sodass man das schon auch austesten muss, finde ich. Jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Lauf. Diesmal geht es ein Ticken besser. Das sind 3 Yards, aber ich sag's mal so, gegen die Cowboys zum Beispiel, da waren 3 Yards eigentlich das Minimum, was wir erreichen konnten. Und hier scheint es eher so zu sein, als wären 3 Yards schon relativ gut. Hier spielen wir jetzt wieder auf Jefferson den Ball, machen wieder 3 Yards und damit sind wir auf jeden Fall in Field Goal Range. Das schaffen selbst wir, obwohl wir beim Field Goal wirklich nicht gut sind. Jetzt müssen wir passen. So, St. Brown, Shepard oder vielleicht Fant, da geht einiges. Es ist St. Brown und das ist das neue First Down. Brown First Down, sage ich immer. So, jetzt muss ich mal was trinken, Leute. Das ist hier sehr aufregend. 103 Yards haben wir schon. So, jetzt habe ich einen sehr trockenen Mund, jetzt muss ich mal was trinken. Das ist sehr aufregend, also Playoffs, Leute, das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. So, jetzt versuchen wir mal den Lauf mit einem Fake, mit einem Zone Chat Sweep Fake sozusagen. Hoffe ich mal, dass das funktioniert. Jefferson wird jetzt nach rechts laufen und wir laufen dann mit Dylan nach links. Da ist die Lücke offen. Ja. Es geht doch mit dem Lauf. Es geht doch. 13 Yards und Beckton ist leider verletzt. Das ist nicht gut. Das ist rechts an der Line unser wichtigster Mann. So, 2 Yards, 4 Versuche für 2 Yards. Das können wir doch jetzt laufen, oder? Meredith wird jetzt hier blocken und Dylan wird den Touchdown hoffentlich erlaufen. Nicht ganz, 1 Yard. Dann brauchen wir halt nochmal 1 Yard, also werden wir jetzt ja wohl irgendwie schaffen. Manley jetzt vor uns. Ja, das ist doch der Touchdown, oder? Nein, wieder nicht. Doch, das ist er. Oh mein Gott. Guter Start, Leute. Sehr, sehr guter Start. Was machen die Bucks? Auch den Touchdown. Okay. Jetzt sind sie im Game. Die Buccaneers. Aber wir sind nochmal dran. Wir haben noch 3 Minuten. Wir werden jetzt die Uhr runterlaufen lassen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wir müssen natürlich das ein oder andere First Down erlaufen dann. Das war schon nicht schlecht. 4 Yards. Die Uhr läuft runter. Und wir werden, werden wir es jetzt mal nach außen versuchen? Ich glaube ja. Der Mike ist natürlich gefährlich. Aber Fant traue ich zu, dass er da durchkommt. Und St. Brown zieht hoffentlich den anderen Kerl mit rüber. Dann ist natürlich der Linebacker, der Mittellinebacker da gefährlich. Schauen wir mal, ob das geht. Die Uhr läuft auf jeden Fall runter. Dann haben wir nach dem Play auf jeden Fall das 2-Minute-Warning. Ja. Das ist sehr, sehr zufriedenstellend. Das gefällt mir. So, 2-Minute-Warning wird es jetzt geben. Wir tun jetzt so, als würden wir das Ding hier nochmal ausspielen, werden wir aber natürlich nicht machen.
Und wir bekommen doch, glaube ich, in der zweiten Halbzeit den Ball, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Das wäre natürlich dann schon Gold wert. Jetzt nochmal einen Touchdown erzielen, das wäre natürlich der Wahnsinn. Ich werde aber nicht auf Teufel komm raus jetzt den Touchdown versuchen. Denn auch ein Field Goal wäre schon echt Gold wert. Da geht es wieder für 4 Yards. Also jetzt kommen wir ein bisschen besser in den Lauf rein. Wie gesagt, ein Field Goal wäre auch gut. Denn das würde ja bedeuten, dass wir ein Two-Score-Game hätten und den Ball. Und das ist einfach dann schon fast eine Vorentscheidung. So, wir laufen wieder. Oh, komm. Ist das First Down? Nicht ganz, glaube ich. 3. und 1. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Weil das werden wir jetzt wahrscheinlich hinkriegen hier, dieses eine Yard. Ja, da haben wir es. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken, denn wir wollen natürlich noch die Möglichkeit haben, ein paar Mal zu laufen. Ist wieder die Lücke da. Es sind wieder ein paar Yards. Das könnte auch Face Mask sein, Leute. So, jetzt würde ich sagen, passen wir mal, damit wir hier die Gegner ein bisschen verwirren. Dass sie sich nicht sicher sein können, dass wir laufen. Und der kommt an. Und jetzt nehmen wir mal die erste Timeout. So. Das läuft gut. Das läuft besser als erwartet. Ich dachte ehrlich gesagt, gegen die Buccaneers könnte es Endstation sein. Und zu Beginn dachte ich auch, dass wir da kaum laufen können. Aber das hat sich jetzt geändert. Also irgendwie können wir jetzt besser laufen. Und wir laufen jetzt weiter. Jetzt machen wir es mal links rüber. Nee, geht auch nicht. Geht nicht gut. Ein Yard verloren. Wir nehmen jetzt die zweite Timeout. Und jetzt sind wir in einem Bereich, wo wir halt noch nicht wirklich sicher das Field Goal haben. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch einen First Down. 2. und 11. Also Kreis könnte eine Möglichkeit sein, wenn der Typ da hinten nicht mitläuft. Müssen wir mal schauen. Ja, er geht aber mit. Leider. Dann spielen wir doch lieber Jefferson an und den hat er. Oh, ist das gut. Ja, nehme ich nochmal die Timeout. So. Field Goal, würde ich sagen, ist jetzt absolut realistisch. Wenn wir jetzt nach innen passen, dann haben wir das Problem, dass wir die Uhr nicht mehr anhalten können. Und ich weiß nicht, ob die Zeit dann noch reicht. Also ich würde sagen, wir versuchen jetzt nach links rauszupassen und den Touchdown, eventuell mit Jefferson den Touchdown anzupeilen oder mit Torney Richtung Auslinie zu passen. Ja, wir versuchen es mit Jefferson, der ist komplett frei, das muss der Touchdown sein. Yes, Baby! Also, die Secondary von den Buccaneers ist definitiv verwundbar. Das haben wir jetzt schon zum zweiten Mal gesehen. Schaut euch mal an, wie frei Jefferson da ist. Da ist niemand bei ihm, der kann den ganz gechillt fangen. Perfekter Moment der Passabgabe von unserem Quarterback. Also, das ist gut. Was machen die Bucks? Nutzen sie die übrige Zeit noch zu punkten? Ich hoffe doch nicht. Nein. Und damit sind wir dran. Wir kommen sogar nochmal dran. Eine Sekunde. Okay, da versuche ich jetzt den Deep Pass natürlich nochmal. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich werde es definitiv versuchen. Definitiv werde ich das jetzt versuchen. Ja, lass uns das mit dem hier machen. Wir werden hier Jefferson, der auch on fire ist, jetzt hier definitiv die Chance geben, noch einen Touchdown zu erzielen. Das wäre natürlich der Hammer. Das wäre auch schon die Entscheidung. Oh, soll ich die Uhr runterlaufen lassen? Das ist natürlich dumm. Zu viel gelabert, statt einfach den Ball geworfen. Gut, das kostet uns jetzt, glaube ich, 5 Yards. So ist es. Das ist jetzt auch nicht mehr die Welt. Wir werden das Ganze trotzdem versuchen. Wenn wir intercepted werden, dann nehmen wir das in Kauf. Das ist egal. Wir dürfen bloß nicht fummeln. Wenn wir fummeln, ist die Gefahr, dass wir wirklich den Touchdown direkt gegen uns kassieren. Hat den Jefferson... Er hat ihn... Ach, ist das bitter. Er hat ihn, aber er ist natürlich nicht in der Zone, dass es einen Touchdown gibt. Oh, ist das bitter. Ja, wir haben keine Sekunde mehr. Hätten wir noch eine Sekunde gehabt, hätten wir die 9 Yards noch, da hätten wir noch ein Field Goal schießen können. Ja, egal, aber es zeigt, dass die Secondary der Buccaneers unglaublich verwundbar ist. Also das muss man schon sagen, die sind unglaublich verwundbar. Und wir führen jetzt mit 2 Touchdowns und haben den Ball. Heißt natürlich für uns umso mehr, dass wir jetzt laufen werden. Das ist ja logisch.
denn die Uhr muss runterlaufen, aber wir sehen, Jefferson ist on fire. Also wir werden auf jeden Fall Jefferson den ein oder anderen Ball auch noch zuwerfen. Das ist ja logisch. Aber wir laufen da jetzt die Uhr gemütlich runter. Und es sieht so aus, als wären wir wirklich ein Super Bowl-Contender. Eventuell. Noch ist das Ding nicht durch. Aber ich sehe die Buccaneers hier uns nicht schlagen. Zumal die so verwundbar sind gegen Jefferson. Und wir können ja auch einfach mal St. Brown anspielen. Oder Tony. Dann werden die auch überrascht sein. Und vielleicht den ein oder anderen Fehler hinten machen. Also das sieht jetzt schon sehr, sehr gut aus. Oh gut, da ist die Lücke offen. Oh, ich dachte schon, die stoppen uns früh. Aber denkst du, wir laufen einfach durch mit Dylan, der die Saison seines Lebens hat, auf jeden Fall. Das kann man definitiv so sagen. In der Regular Season über 1000 Rushing Yards erzielt. Und jetzt in den Playoffs, wir haben es gegen die Cowboys schon gesehen und jetzt sehen wir es hier ja wieder. Einfach Gold wert, der Kerl. Einfach absolut Gold wert. So, Jet Sweep mit Jefferson. Oh, der kommt weit, der kommt sehr weit, der holt sich das First Down. Stark. Ganz, ganz stark. Einmal gelaufen, 11 Yards, das ist brutal stark von Jefferson. Und wir laufen weiter. Jefferson ist on fire, aber wir warten noch. Der wird seine Chance nochmal bekommen. Oh, da haben wir uns ein bisschen vertan. Trotzdem geht's für 3 Yards. So, wir wollen ja die Uhr runterlaufen lassen. Da ist No Huddle natürlich nicht hilfreich. So, die ändern hier nochmal die Formation. Der Mike rutscht drüber. Oh, Jefferson, es könnte schon wieder eine 1 gegen 1 Situation geben. Aber wir laufen nochmal. Ja, da ist die Lücke offen in der Mitte. Das gibt ein paar Yards. 3. So, jetzt ist die Frage, was machst du? 3. Ich möchte auf jeden Fall, dass dieser Drive anhält. So, Jefferson wäre eine Möglichkeit. Wir könnten St. Brown tief schicken, wenn da keiner mitgeht. Schauen wir mal, was da geht. Ja, wir machen die Sicherheitsvariante und spielen unseren Tight End an. Und holen uns das neue First Down. Also die Bucks haben natürlich jetzt Angst, dass wir tief gehen. Weil sie da so verwundbar sind. Und dann sagen wir natürlich, nee, nicht mit uns. Wir lassen uns doch nicht locken. Denn die Gefahr besteht natürlich bei einem Two-Score-Game immer noch, dass du das Ding verlieren kannst. Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall riskieren. Dylan läuft wieder. Und wieder sind 6 Yards, die er hier läuft. Also das läuft jetzt im wahrsten Sinne des Wortes richtig gut für uns. Wir sind schon wieder in Field Goal Range. Das würde das Ding zu einem 3-Score-Game machen. 3-Score-Game. Oh, fast. 3. und 2. Ja, da laufen wir jetzt natürlich nochmal. Das ist ja logisch. Ja, Halfback-Lead gefällt mir gut. Da haben wir einen schönen Vorblocker mit Meredith. Sollte eigentlich reichen. Oh, aber Jefferson links schon wieder komplett frei, Leute. Der könnte hier auch den Touchdown erzielen. Wir laufen trotzdem. Und das ist das First Down, jawohl. Das ist halt einfach wichtiger. Das ist genau das, was ich in den ersten Saisons falsch gemacht habe. Da habe ich nicht die klugen Entscheidungen getroffen. Sondern ich bin einfach oft dann das Risiko eingegangen. Habe mir gedacht, nee, komm, ich spiele jetzt den Pass. Und dann habe ich halt bei 3. und 2 nicht das neue First Down geschafft, sondern eine Interception geschmissen. Und dann vielleicht sogar direkt Pick 6 den Gegnern gegeben. Und das mache ich jetzt eben nicht mehr. Und das ist einfach Gold wert. Und deswegen sind wir deutlich besser als zu Beginn dieses Let's Plays. Die Entscheidungen sind am Ende das, was es ausmachen. Da bin ich fest von überzeugt, dass man hier einfach kluge Entscheidungen treffen muss. Bei diesem Game und dass das oft sehr, sehr entscheidend ist. So, hier wieder zum Beispiel, wir nehmen Fant, wir nehmen die 4 sicheren Yards mit, anstatt tief zu gehen. Die Uhr tickt weiter runter und wir sind in absoluter Field Goal Range und haben jetzt bei 3. und 2 wieder die Chance, mit dem einfachen Run das neue First Down zu erzielen. Und jetzt könnten wir wieder Jefferson anspielen. Wir tun es aber nicht, sondern wir hoffen auf das neue First Down.
Und das sollten wir haben und das haben wir und damit geht es wieder weiter. Und das ist genau der Unterschied. Also ich habe lange gebraucht, um zu merken, dass dieses Spiel wirklich, obwohl es so ein hartes Spiel ist, sage ich mal, unglaubliche Feinheiten hat in der Strategie. Beim Zuschauen bei NFL wusste ich das natürlich schon immer, aber beim Selbstzocken dachte ich, nee, komm, ich nehme jetzt den Pass. Und oft war das halt dann die falsche Entscheidung. Oh, hier kommt die Line fast durch. Ja, da haben wir, glaube ich, sogar verloren. Nee, 3. und 10 passt. 2. und 10. Ja, das ist in Ordnung jetzt alles. Wir lassen die Uhr runterlaufen. Jetzt gibt es das 4. Quarter. Wir laufen weiterhin. Und wenn wir jetzt dann das Field Goal erzielen, dann sollte dieses Spiel eigentlich durch sein. Ist jetzt vielleicht nicht das spannendste Match für euch. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, das ist mir relativ wurscht. Ich will den Super Bowl gewinnen. Und dafür muss ich nicht unbedingt auf Spannung achten, sondern hoffentlich auf gute Ergebnisse. Oh, war das Face Mask? Nein! Wer war das? Becton. Oh, dieser Becton, Leute, ich sag's euch. Macht mich wahnsinnig, der Typ manchmal. Unglaublich oft hat er das Holding und vor allem hat er auch unglaublich oft Verletzungen. Also das ist ein Kandidat zum Wegtraden, definitiv. Auch wenn er gut ist, natürlich. So, Outside Run versuchen wir diesmal. Da wird schön freigeblockt. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Bis zur 2-Yard-Line. Yes. Und das ist die Entscheidung. Das ist meiner Meinung nach die Entscheidung in diesem Match. Denn wir werden uns hier den Touchdown jetzt nicht mehr nehmen lassen. Und der arme Jefferson ist on fire und bekommt den Ball nicht. So, clever wäre es jetzt eigentlich, den Touchdown noch gar nicht zu erzielen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich lasse die Uhr runterlaufen und werde hoffentlich nicht den Touchdown erzielen. Denn ich möchte die Uhr weiter runterlaufen lassen. Ja gut, ich erzähle den Touchdown trotzdem. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber okay. Es ist wieder Hobson. Ich sag's euch ja schon die ganze Zeit, das ist mein Lieblingsspieler hier in diesem Game. Das ist ja ein Mann, den wir selbst gedraftet haben. Der auch gar keine hohe Overall-Stärke hat, aber mit dem ich super klarkomme. Ja, und die Buccaneers, da ist die Luft raus, Leute. Die Buccaneers punkten wieder nicht. Wir dürfen an der gegnerischen 43-Yard-Line beginnen. Steht 28-7. Wir laufen das Ding jetzt locker runter. Da wird es nichts mehr geben. Die werden uns hier nicht mehr stoppen können. Das ist ein souveräner Sieg von den Green Bay Packers. Und jetzt brauchen wir auch gar nicht mehr auf die Uhr achten. Wir rennen hier einfach, wie wir lustig sind. Denn jetzt haben wir wirklich 3 Touchdowns Vorsprung und haben den Ball. Eigentlich das Field Goal schon fast sicher. Da können wir jetzt einfach das Game locker runterspielen. Wir holen uns das neue First Down. Stark. Das ist stark, ernsthaft. Ich bin beeindruckt von meinem Team und echt stolz darauf, wie ich mich verbessert habe. Und das ist ja genau das Ding auf Slevin Streamed Sport. Wir sind vielleicht in den Games nicht immer die Besten, die es auf YouTube zu finden sind. Aber wir fangen immer mit der höchsten Schwierigkeit einfach an. Bei den meisten Spielen, wie hier zum Beispiel eben auch All Madden. Und dann kriegen wir nur auf die Fresse am Anfang. Und dann denken sich alle wahrscheinlich, meine Güte, schalt doch 2, 3 Stufen runter, dann kannst du auch mal gewinnen. Aber ich will ja die Challenge haben, mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad irgendwann den Super Bowl zu gewinnen. Und das ist meiner Meinung nach dann sinnvoll, auch einfach mit der höchsten Schwierigkeit anzufangen. Und genauso machen wir das halt einfach immer. Und dann funktioniert es entweder irgendwann oder halt nicht. So, jetzt ist die Frage, kann Jefferson den Touchdown haben? Oder gehen wir doch lieber auf Toney, auf die Sicherheit? Ja, komm Jefferson. Ja, es ist nicht der Touchdown. Aber Jefferson hat natürlich den Ball. Und damit sind wir wieder First and Goal. Und haben die 4-Yard-Line. Und werden hier noch einen Touchdown erzielen. Also bin ich mir jetzt relativ sicher. Dylan schafft es noch nicht. Wir kommen ran an die 3-Yard-Line. Wir laufen weiter. Die Uhr ist uns jetzt wurscht. Wir brauchen nicht mehr auf Zeit spielen. Oh! Da kommt er tatsächlich nicht durch. 3. und 3 haben wir jetzt. Ja, wir laufen trotzdem Fullback-Dive jetzt mal. Aber die 2-Minute-Warning kommt zuerst. Und wie gesagt, das ist so das Ding
auf meinem Kanal. Ich möchte immer die höchste Schwierigkeitsstufe probieren und euch dann zeigen, dass man es schaffen kann. Dass man am Anfang vielleicht nur auf die Fresse kriegt, aber wenn man sich stark verbessert mit der Zeit, dann kann man es schaffen. So, Vierter und Goal, ein Yard Line. Ja, ich dürfte raten, was ich mache. Ich spiele das Ding natürlich aus. Und das ist der Touchdown! Yes! Jetzt ist es endgültig durch. Wir führen mit 4 Touchdowns. Wer hätte das gedacht? Wir rasieren die ja komplett und die scoren wieder nicht. Und wir sind wieder in Ballbesitz. Ja, also jetzt wird es aber bitter für die Buccaneers. Das ist ja eine riesengroße Enttäuschung. Das ist ja unglaublich. Die kriegen ja gar nichts zustande. Bin ich ein bisschen enttäuscht jetzt auch von den Buccaneers. Ich dachte, das wird richtig hart für uns. Aber am Ende wird das hier richtig deutlich. So, Jefferson, jetzt vielleicht nochmal ein Touchdown für dich. Da kommt der Pass. Und den hat er. Und das ist der Touchdown. Alter, jetzt kriegen die richtig auf die Schnauze von uns. Überlegt euch mal, wie schlecht wir die ersten 3 Jahre waren. Ich glaube, in den ersten 3 Jahren haben wir 8 Siege geholt. Insgesamt, zusammengerechnet. Und jetzt rasieren wir die Buccaneers hier in den Playoffs dermaßen. 42-7. Es sind immer noch 17 Sekunden auf der Uhr. Jetzt haben wir wenigstens die eigene 36-Yard-Line. Aber wir wollen die natürlich jetzt noch weiter nerven. Und hier vielleicht nochmal einen Touchdown erzielen mit Jefferson, der so richtig schön on fire ist. Warum nicht? Sage ich hier. Okay, das geht nicht. Der ist gut gedeckt. Dann spielen wir lieber den kurzen Pass. Jetzt nehmen wir nochmal eine Timeout. Ist zwar jetzt völlig wurscht, aber ich genieße das jetzt natürlich auch. Diese Siege, ich habe so auf die Fresse gekriegt die ganze Zeit in den ersten 3-4 Jahren. Und jetzt genieße ich das natürlich hier mal so richtig schön souverän zu gewinnen. Und dann auch noch in den Playoffs. So, vielleicht jetzt. Okay, der ist wieder gut gedeckt. Aber jetzt spiele ich den Pass einfach mal. Weil dem traue ich zu, dass er den hat. Und er hat ihn tatsächlich. Das ist nicht zu glauben. Oh mein Gott. Die werden ja richtig komplett rasiert. 49-7 heißt es am Ende. Ich bin gespannt, wie viele Yards ich offensiv erzielt habe. Das möchte ich mir jetzt noch anschauen. Unglaublich. Also Jefferson natürlich Man of the Match. Hier sehen wir ihn nochmal ganz, ganz stark. 329 Passing Yards und 144 Rushing Yards. Das heißt fast 500 Offensiv Yards. Mit diesem Blick verabschiede ich mich. Schalte wieder ein, wenn es heißt Slevin streamt Sport. It's the Packers year. Pop open a beer. It's the Packers year.